Bienenblockade. Okay, das hatte ich noch nicht. Das ist noch. Ah, wir bekommen nur 5. Oh, das ist ein bisschen witzlos, oder? Spring mit 2 und lass dich nicht treffen. Okay. Ja gut, das sollte ganz gut machbar sein, denke ich. Oh, ganz viel. Ah, die Bienen sehen ein bisschen scheiße aus, ehrlich gesagt. Aber gut, sei es jetzt drum. So. Was? Okay. Ah! Ah! Hilfe! Was? Da! Gott, hilf! Nein! Oh Mann! Okay, okay, lieber springen, lieber springen. So, okay. Hey, die machen mir echt ein bisschen Angst, die Dinger. So, okay, komm, ich spring lieber rüber. Ich spring lieber rüber, ist mir sicherer, als hier wegzuraufen. So, okay, jetzt. Oh nein, komm, die anderen müssen getroffen werden, weil. Weil sonst. Werde ich letzter oder so. Verdammte Axt! Ja gut, das waren eh nur ein paar Minispiele. Ministerne, von dem her. Ist das okay? Aber ich finde trotzdem. Ja, ich hätte es besser machen können. Egal, 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 egal. Das kriegen wir schon noch hin. Es lief ja bislang ganz gut und jetzt dürfte ich mich eigentlich auch nicht beklagen, wenn ich mal eine 2 oder eine 5 bekommen würde, ehrlich gesagt. Würde ich aber trotzdem ungern bekommen. Ich mache einfach 0-1. Aber ich kann höchstens eine 1 würfeln. Und somit entkomme ich diesen Schussfeldern da. Von dem ich bekomme zwar auch nicht die Ministerne dort die 10. Die wären halt mega mäßig gut gewesen. Aber ich riskiere es halt auch nicht, meine Ministerne zu verlieren. Und der Würfel wiederum ist ganz gut. Okay, ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. Ist halt eine Sache, riskiert man es nicht. Für mich war die Gefahr jetzt einfach zu groß, dass ich auf einem dieser Schussfelder lande. Von dem her wollte ich es lieber nicht riskieren, ja. Rosalina hat einen hohen Würfel, sie kann sich das leisten und kann den kleineren Zahlen mehr oder weniger gut entkommen und somit bekommt sie 10 Ministerne. Ja, ich hätte theoretisch auch 10 Ministerne bekommen können. Aber wie gesagt, ich hätte auch die Hälfte meiner Ministerne verlieren können und das wollte ich wirklich nicht riskieren. Ich glaube, wenn wir da die... Oh nee! Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee! Er wird erstmal getroffen und er läuft nochmal zurück. Obwohl, wenn er jetzt Glück hat... Wenn er jetzt Glück hat, kommt er nochmal durch die Ministerne. Er kommt durch die Ministerne durch. Und Wario bekommt die Ministerne auch. Obwohl jetzt ist jemand anders am Zug. Nee. Was ist das jetzt? Oh nee. Das ist jetzt unfair. Als ob alle gegen mich spielen. Jeder bekommt die 10 Ministerne, nur ich nicht. Sie haben sich gegen mich verschworen, Mann. Alter, seid ihr Assis. Richtige Assis, Mann. Na gut, egal. Wir haben weiter geschossen. Raus aus der dunklen Wolke. Das sieht wieder ein bisschen gefährlich aus. Was muss ich denn machen? Ah, okay. Die Luftgaleere müssen wir wahrscheinlich abschießen. Zeit zurückzuschlagen. Der Spieler, der den letzten Treffer erzielt, erhält 10 Ministerne. Wie viel Treffer? Ah, 10 Treffer hält raus. Okay. Ich will es nicht riskieren, Bowser zu befreien, deswegen nehme ich erstmal diesen Würfel, weil, wenn ich eine 3 würfel, befreie ich, Bowser. Und wie gesagt, Pech. Nein, wollt ihr mich verarschen? Ich hab keinen Bock auf das Spiel. Das war doch ein schlechter Witz. Ich hatte Angst, dass ich... Ja, okay, sie verliert viel weniger als ich. Oh Mann, das ist doch echt witzlos. Ja gut, ich wollte halt nicht riskieren, dass ich eine 3 würfel, weil dann hätte ich Bowser befreit und jetzt hatte ich noch mehr Pech und habe eine 4 gewürfelt, wow. Na gut, schauen wir mal, vielleicht können wir da noch was rausreißen. So wie ich mein Glück kenne, werde ich wahrscheinlich jetzt als nächstes eine 3 würfeln. Ah, wenn er eine 3 gewürfelt hätte, wäre er sowohl auf diesem Pechfeld gelandet und hätte auch noch Bowser befreit. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so gut gewesen. So, habe ich einen 0-1er? Ich glaube, ich habe einen 0-1er, oder? Nee, ich habe einen 1-2-3er. Nee, das ist mir zu riskant. Da kann ich wieder beides bekommen. So, eine 6. Ist eine 6 gut? Ich weiß nicht mal, ob eine 6 gut ist. Ah, war ja klar. Ich habe über 30 Ministerne verloren. Über 30 Ministerne in 2 Zügen verloren. Will mir das jemand nachmachen? Ich glaube eher weniger. Ah, und sie bekommen natürlich 4. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Wahrscheinlich lande ich. Ich bin ja auf dem letzten Platz. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich lande ich noch auf dem letzten Platz, aber ich bin auf dem letzten Platz. Oh Mann, ist das traurig. Ja gut. Wenigstens hatte er mal ein bisschen Pech.
und verliert jetzt vielleicht ein paar Mini-Sterne. Würde ich ihm auf jeden Fall wünschen. Weil ich habe auch ziemlich viel verloren. Von dem her. Wahrscheinlich, er verliert jetzt wahrscheinlich irgendwie 5 Mini-Sterne. Und dadurch, dass er 3 gewürfelt hat. Spike, du hast mich befreit. Dafür schnappe ich mir ein paar von deinen Mini-Sternen. Wie verschnappt er sich? Die Hälfte, oder? 8. Und wenn er jetzt Glück hat, landet er auf dem Feld, womit der Bowser besiegt. Ich werde jetzt ein paar Bowserfeld auf dem Spielbrett verteilen, damit es sehr spannender wird. Okidoki. Ja, wie gesagt. Da ist erst die Hälfte, Leute. Oh, Junge, das ist aber das wird, glaube ich, ein längeres Spielbrett. So. Ja, er schafft es sogar. Er schafft es. Das ist wirklich witzlos, Leute. Er bekommt jetzt 10, hat 8 verloren. Und bekommt 10 Mini-Sterne dazu, weil er den letzten Schuss abgegeben hat. Ja, gut. Was soll man sagen? Am Anfang hatte ich echt richtig Glück. Jetzt werde ich vom Pech verfolgt. Es ist irgendwie bei mir immer nur entweder ganz oder gar nicht. Entweder ich habe mega viel Glück oder ich habe mega viel Pech. Momentan habe ich so einen Perksträhnen, aber vielleicht wird jetzt etwas abklingen und ich habe wieder ein bisschen Glück. Ich würde es auf jeden Fall für mich wünschen, ehrlich gesagt. So, es ist noch mal weit bis zum Ziel. Sehen wir uns mal an, wie viele Mini-Sterne alle haben. Oh, ich bekomme wenigstens einen guten Würfel. Ja, danke. Das Spiel auf dem letzten Platz erhält von mir einen langsamen Würfel. Immerhin etwas Gutes. Damit kann ich meinem Glück etwas auf die Sprünge helfen. So, von jetzt an darf das Spiel auf dem letzten Platz entscheiden, welches Minispiel gespielt wird. Das ist ja wohl mehr als fair. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Sei bei diesen letzten Fällen besonders auf der Hut. Wir sind ja voll. Wir sind wirklich fast am Ziel, oder? Oh, komm, bitte ich. Wenn Rosalina dran kommt. Dankeschön. So ist auch, glaube ich, der ganz normale Spielablauf. So, schauen wir mal. Ich glaube, ich will eine 6. Nee, ich will eine 3. Oder was will ich? Will ich eine 6? Doch, ich will eine 6. Da bekomme ich von irgendeinem Mitspieler die Mini-Sterne. So, ich kann es nochmal rumreißen, Freunde. So, erstmal 8 Mini-Sterne für mich. Damit bin ich erstmal Zweitplatzierte zusammen mit Spiky Boy. Und jetzt kann ich noch von jemandem Mini-Sterne stibitzen. Rache ist süß und wird kalt serviert. So, erstmal zack. Und? Rosalie? Na, die hat am wenigsten. Ja gut, schauen wir mal. 10 Mini-Sterne wäre ganz gut. 10 Mini-Sterne, nicht die Hälfte, sondern 10. Ja, okay, 5. Ist okay. Damit habe ich mir den ersten Platz schon mal gesichert. Sehr, sehr, sehr schön. Ich bin der Typ in der Runde, der bislang am meisten Mini-Sterne dazu bekommen hat, aber auch definitiv am meisten verloren hat. Also, ob ich die meisten Felder zurückgelegt habe, weiß ich nicht. Ob ich die meisten Minispiele gewonnen habe, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall am meisten verloren und am meisten gewonnen. So, hoffentlich bekommen wir jetzt im Video mal ein Minispiel zu sehen, weil wir hatten relativ wenig Minispiele, hatte ich das Gefühl. So. Bowser Revolution, was war das nochmal? Ich glaube, jeder muss ein paar Mini-Sterne abgeben und dann machen wir so ein Match alle gegen alle, oder? Zeit für eine Bowser-Revolution. Zuerst nehme ich euch alle eure Mini-Sterne weg. Alle? Oh nee, sie werden gerade verteilt, oder? Zusammen 82, dann teile ich die Anzahl mal gleichmäßig auf. Dankeschön. Und da habe ich wieder Pech. Ja, und du behältst 2 Mini-Sterne, die kannst du gerne haben. Ich habe mal für faire Verhältnisse gesorgt und die Anzahl der Mini-Sterne alles Spiel auf 20 gesetzt. Muahahahaha. Dann bin ich mal so frei und behalte die übrigen Mini-Sterne einfach. Na, die 2 Mini-Sterne kannst du behalten. Aber ich finde es ein bisschen ärgerlich. Na gut. Was soll man machen? Hoffentlich kommen wir wenigstens noch zu einem Minispiel, damit ich wenigstens vielleicht, wenn es am Ende für Minispiele da die Punkte gibt, dass ich wenigstens da noch ein paar Punkte gut mache. Aber nee. Wir sind am Ziel angekommen und Spike ist bis jetzt Erster. Bosskampf gegen Bowser Jr. So. Das wird der alles entscheidende Mini-Bosskampf sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es Lakitu ist. Nee, Kamex, Raketenradau.
Oh, wow, 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 wow. Was uns hier erwartet, werden wir jetzt gleich sehen. So, mal schauen. Schnapp die Geschosse und drücke 2, um sie abzufeuern. Okay. Ganz normal wird es gesteuert. Oben, unten, oder wie? Okay, ich nehme mal an, dass es ganz normal gesteuert wird. Dass ich einfach mal mit dem Steuerkreuz nach oben, nach unten gehen kann. Und mit 2 einfach abschießen. Gut. Da werden wir wahrscheinlich auch Hindernisse sein, obwohl, ich habe gar nicht darauf geachtet, aber ich nehme mal an, dass da auch Hindernisse durchaus, oh fu, komm, gib mir auch mal was, zack, dankeschön. Ah, das gefällt mir aber ehrlich gesagt, das gefällt mir, oh, nein, sie hat das Goldene bekommen, ich wollte doch das Goldene haben. Oh Mann, und jetzt habe ich sogar noch Kamek berührt, ich Idiot. So, okay, von der Kugel will ich aufpassen, sehr schön, oh nein, gib mir doch mal das Goldene. Gib mir das goldene Vlies. Bitte, bitte, please, please. Nein, oh, Spikey, du Pisser, Mann. Hat mich da reingeschubst, wie ein so ein richtiger Ass. Aber die haben echt richtig Glück mit diesem goldenen Ding. Weil die bekommen... Oh, ich gehe ganz nach unten, denn ich habe Angst. So, bekommen... Dankeschön, endlich mal ein goldenes. Danke, danke, danke. Hatte ich auch mal Glück. Aber Wario hat, glaube ich, bis jetzt am meisten Glück gehabt. So, abschießen. Und damit hätten wir die Hälfte geschafft. Oh, ich bin sogar Erster. Nicht mal Wario, obwohl ich glaube, der hat die meisten Golden gehabt. Der kleine Halunke. So, Hauptsache meinen Vorsprung halten und vielleicht auch mal wieder mal einen Golden bekommen. Aber Hauptsache dem riesen Banzai Bill ausweichen und sich nicht treffen lassen. Denn ich weiß nicht, wie viel wir verlieren. Aber wir verlieren auf jeden Fall Dings Ministern und das will ich nicht. Oh Gott, hier kommen echt ein paar Hindernisse. Hier kommen echt ein paar Nein, nein, der hat meinen Golden abgewertet. Der Ding sieht da, keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Ich weiß nicht. Wario, du kleiner Pisser, Mann. Werte jedes Mal, beziehungsweise holte sich jedes Mal den goldenen, das... So, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Jetzt bloß nicht versauen. Sehr schön, der war gut, der war gut. So, okay. Jetzt strategisch vorgehen. Wir nähern uns dem Ende zu. Und ich würde eigentlich ganz gerne den letzten Treffer haben. Wenn ich jetzt nochmal einen golden bekomme, ist das ziemlich gut. Und ich könnte gewinnen. So, und... Nein, das reicht nicht mal. Ich dachte, ja, okay, ich habe eh locker gewonnen. Aber ich dachte, das reicht, das ist, ja, okay, egal. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich soll trotzdem gewonnen haben, um ehrlich zu sein. Weil, also was heißt, ich soll gewonnen haben? Ich habe ganz klar gewonnen. Hier, 58 Punkte. Das soll mir mal jemand von der Hand machen, ihr kleinen Halunken. Sehr, sehr, sehr fein. Damit nochmal 15 Pluspunkte. Spike ist momentan in Führung, was die Ministerne angeht. Aber jetzt kommen nochmal die Spezialministerne und da könnte den längeren Hebel haben. Oder am längeren Hebel sein, so sagt man. Wir sind am Ende angekommen. Es wird Zeit, die Bonussterne zu vergeben. So, bitte, das, wo am meisten abgezogen wurde. Wem wurde am meisten abgezogen? Bitte das, bitte das, bitte das, bitte das. Was ist das? Würfelstar! Oh, keine Ahnung. Der Würfelstar. Meister verwendete Spezialwürfel geht an Waluigi. Sehr gut. Und das könnte auch gewonnen haben. Sehr gut. Der Flotstar geht an Waluigi. Und damit habe ich ganz klar gewonnen. Also, sie machen es noch ein bisschen spannend, aber ich sollte gewonnen haben. Weil, am Ende war Spike 10 Punkte in Führung. Er hatte 30, er hatte 20. Ich habe 15 dazu bekommen. Er 8. Das heißt, er hatte nur noch einen Vorsprung von 7. Und ja, am Ende habe ich noch ein paar Spezialsterne bekommen. Und somit habe ich ganz klar gewonnen. Damit ist Waluigi erneut der Superstar. Yay! Aber ich muss echt sagen, das Spielbrett hat mir nicht ganz so gut gefallen. Weil der Mittelpunkt war erstens, beziehungsweise die Zielgerade fing relativ spät an. Und... ich weiß nicht, der erste Mini-Boss-Kampf hat mir nicht ganz so gut gefallen. Der zweite war ganz okay, aber im Großen und Ganzen hat mir das Spielbrett bis jetzt am wenigsten gefallen. Wie sieht es bei euch aus? Wie hat euch das Spielbrett gefallen und wie haben euch die Parts gefallen? Würde mich über Feedback freuen. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part von Mario Party 10. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tschüdelü!